So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Demo-Test. Wir testen die Demo von Pillar. Und hier kann ich überhaupt nicht abschätzen, was auf mich zukommt. Also wirklich nicht mal im geringsten. Ich werde gefragt, wer ich bin. Ich bin natürlich Lukas, das weiß ja inzwischen jeder. What are you? Nehmen wir mal Distant. Moment. Nehmen wir mal Distant. Einfach weil es ganz oben steht. Okay. What the fuck? Okay, also erstmal, ich kann hier nichts interagieren. Jetzt kam gerade auf einmal so ein Typ und das war's dann. It's okay to hide. Es ist okay, sich zu verstecken. Ich weiß nicht mal, ob das da ein Gegner ist. Hi. Können wir reden? Dr. Dude timed into something and took Billy to a spaceship. Was ist... Hä? Bleib stehen, Mädchen. Du bist doch ein Mädchen, ne? A true story. Bla, discovered new, was? Was zum Teufel? Hey Leute, wer bist denn du? Ich kann mit denen aber auch nicht interagieren. Jetzt bin ich in ihrem Kreis eingesperrt und jetzt bin ich wieder komplett woanders. Sandkasten, ich kann nichts damit machen. Schulglocke, ich kann nichts damit machen. Tür. Ich kann nichts damit machen. Ich bin auf einmal ganz woanders. Ich bin, wenn ich Kreis drücke, da wieder weg. Da ist eine Person. Hi. Und ich bin wieder in irgendeinem dunklen Raum und leuchte komisch. Und laufe jetzt wieder zu den Leuten. Und jetzt sind die wieder alle um mich rum. Und ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Und ich habe erst 3,5 Minuten. Ich habe auch keine anderen Knöpfe, mit denen ich irgendwas machen kann, außer dieser Person, die jetzt auf mich zurennt, was ich eigentlich vermeiden wollte. Gehe ich halt mal nach links. Jetzt kann ich Dreieck drücken. Jetzt kann ich das dahin tun und da mache ich auch noch was hin. Und erasen und jetzt mache ich das dahin. Und dann mache ich da und guck mal hier und was ich hier, dann platziere ich das da drüben. Und fertig. Jetzt laufe ich da drauf. Und da drauf. Jetzt habe ich jemanden auf meine 3 gelockt. Und auf meine 1. Und auf meine 3. 1. Und jetzt schleiche ich hardcore vorbei, weil ich der Hardcore-Vorbeischleicher bin. Und der hat mich gesehen. Oh mein Gott, hat der mich aber gesehen gerade. Jetzt habe ich die voll ausgetrickst, die Alte. Da komme ich nicht durch. Oh nein, jetzt werde ich hier wieder so angequatscht und dann kommt wieder brut, brut, brut und dann bin ich wieder im Dunkeln und dann laufe ich auf sie zu und sie rennt wieder weg. Und oh, ey. Leute, wir haben jetzt knapp 5 Minuten zusammen. Es ist der größte Scheißdreck, den ich je gespielt habe. Ohne Scheiß. Ich, ganz ehrlich, wer von euch die Play 3 bzw. inzwischen Play 4 Zeitschrift kennt, die haben ja auch einen Podcast. Und die haben irgendwann mal in Podcast Nummer 84 oder so,
haben sie über Kunst in Spielen geredet. Und da haben sie, waren sie sich alle einig, wenn da nur so eine Kunstscheiße vorkommt, ohne Sinn und Verstand, wenn dir nichts erklärt wird und so weiter und so fort, dann ist das scheiße und das sehe ich genauso. Und ich renne hier rum, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich platziere irgendwelche Einsen, Zweien und Dreien und lenke Leute ab, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Es ist für mich vollkommen öde, langweilig und scheiße und ich habe echt jetzt schon keine Lust mehr, das weiter zu spielen, geschweige denn irgendwann mal auf die Idee zu kommen, das zu kaufen oder sonst was. Ich sag mal, es sieht ganz hübsch aus und es hat ein tolles Artwork, es hat Ton, es macht mir keinen Spaß, ohne Scheiß. Ich persönlich würde sagen, absolut Finger weg, kompletter Rotz. Ich meine, was soll das sein? Jetzt kommt ihr wahrscheinlich alle wieder daher, oh, das ist voll Meta und du musst ja auch mal auf die Psychologie und guck doch mal, du hast ja gesagt, du bist distant und dann sind die Leute natürlich von dir distanziert und guck mal, wie du ihr jetzt hinterherläufst, obwohl du ja gesagt hast, und jetzt bist du auf dem Friedhof, das macht natürlich voll Sinn, weil das symbolisiert ja auch, hey there, was? Da sind noch mehr Herausforderungen, Leute, mehr als die, die ich eh schon gemacht habe. You can press X and play as another character. Ich bin jetzt mal giving. Achtung, was jetzt kommt. Da ist eine Wand und ich bete und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bete ich wieder und bin wieder hier. Ohne Scheiß, das Spiel sagt mir nichts, es macht mir keinen Spaß, es ist... Ich weiß nicht, was es von mir will. Da ist wieder eine 1. Und eine 2. Und eine 1. Und eine 2. Und wenn ich da hingehe, passiert auch nichts. Ohne Scheiß, nee, sorry Leute, also das ist glaube ich bis jetzt der größte Scheißdreck, den ich je gespielt habe. Da war ja noch dieses komische Rennspiel mit diesen kleinen Autos, die Raketen geschossen haben und so besser. Irgendwas Overdose oder so. Also das will ich nicht weiterspielen, will ich keinem von euch empfehlen. Wenn ihr irgendwie so Kunsthanseln seid, dann habt ihr bestimmt schon die ganze Bedeutung dahinter erkannt. Ich hab da... Was? Jetzt bin ich wieder jemand ganz anderes? Nee, sorry, also furchtbarer Mist. Finger weg, Leute. 0 von 10 kriegt es von mir, das hat nichts. Na komm, wir geben 1, weil man erkennen kann, dass man eine Figur ist, die irgendwo rumläuft. Ich gebe 1, weil die Grafik ganz ansehnlich ist. Also 1 von 10, finale Wertung, übles Machwerk. Ich habe da echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst. Tschö.